Freunde des gepflegten Offroads und herzlich willkommen zu diesem Video hier aus Polen. Schön, dass ihr wieder dabei seid hier zu diesem Video. Ich werde auch noch ein Video produzieren, beziehungsweise habe ich schon produziert und es ist vor dem Video gelaufen. Ich weiß immer nicht, wann ich das reinsetze. Zu diesem Park hier, wo ihr alle Informationen kriegt, die ihr braucht. Ihr seht schon, ich habe meinen Strampler an, Sonnenbrille, herrliches Wetter, es ist Ostern. Und ja, ihr habt gerade gesehen, wir sind ein paar Leute, ne? Auch wieder ein paar Verrückte dabei und ich denke mal, die eine oder andere Situation wird mit Sicherheit dabei sein. Okay, soweit dazu, bleibt dran, schaut euch das Video an. Nicht vergessen, am Ende, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen da lassen. Und wer noch nicht hat, ganz wichtig, ein Abo, das wäre super lieb und saugeil. Also los, ab jetzt mit dem Video. Ja, wer den kennt, wie heißt der? Tinger, Weser Bergland oder wie heißt der Kanal? Ja, Freunde, ihr seht, ne, wir sind am Start, sind ein paar Kameraden dabei, bitte, aus unserer Gruppe. Halt mal, warte. Nein. Hier mal, genau. Leider geil, Offroad. Ja, wir fahren hier ein bisschen Trail. Ich muss vorne wegfahren, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich fahre einfach. Ihr seht, da sind ein paar Leute am Start und alle sind irgendwie mit ihren Fahrzeugen mit dabei. Jetzt sind wir hier irgendwo auf dem Berg, wie gesagt, und erstmal wieder sammeln, weil wir auch eine recht große Gruppe sind und hier einige steile Passagen dabei sind. Wo willst du durch? Ja. Hier durch das Modderloch? Wo ist der Plan? So ist der Plan. Ja. Und was machen wir, wenn der Plan nicht so funktioniert? Dann müssen wir sehen, wie wir mich da rauskriegen. Okay, ich filme das mal. Ja. Kann ich? Ja. Wollen wir ganz einfach?
Jawohl, läuft. Anton, alles klar bei dir? Nicht ganz. Ich sehe das schon. Übermut tut selten. Scheiße, ich komm hier in den Körper wieder raus. Komm mal hier. Alter, leck mich am Arsch. Ja, ich kenne die Stelle. Ist das der Pampero? Das ist die letzte Stelle hier. Ist geil. Gibt's doch bessere. Schön mit Wasser, richtig. Oh, Alter, hier fahren sich tot. Hier fahren sich noch ein Hals ab. Ich merke es auch. Ich komm noch knacken morgen. Scheiß Helm. Ist hier warm? Ja. Man sieht's. Ich komm selber nicht raus. Alter. Ja, ja. Schöne Sache. Cool, oder? Beste und besseres gibt's nicht. Das ist aber die letzte Stelle hier. Das ist die schlimmste. Nimm mich mal ruhig. Ich glaube, hier ist ein bisschen Pudding. Aber mal gut, dass du deine Karre hier putzt hast, Lucky. Ja, ja, bloß auch. Also jetzt ist die richtige Party nach. Läuft. Also Funkgeräte kannst du auch vergessen, ne? So, ich hab Hallo gehört. Ja, aber ich rufe, wartet mal, Lauro. Hat gehen das hier noch. Thank you.
meine Seife rein! Jörn! Thank you.
Du willst aufpassen. Antriebswende? Nee. Das hat auf jeden Fall geknackt. Sag mal, ist das Israel? Thorsten! Schade, zu spät reagiert. Ist da gerade ein KNM kaputt gegangen? Ich glaube ja. Nee, dreht wieder. Dreht wieder. Komm hoch, du Maulwurf. Kannst du ja mal sagen, ich falle. Ja. Oh, Alter. Siehst du aber auch wie eine Sau. Da denke ich, bist du hoch. Scheiße. So, Sashi will jetzt hier durch, ja? Im Leben nicht. Im Leben nicht. So, weit gekommen ist er. Ha? Weit gekommen bist du. Jetzt geht's dir ein. Keine Chance. Hast du keine Hände geschafft, Mann? Ich bin schon Stellen ja, da hängt schon der erste fest. Jawohl. So ist das nice. Ja. Vielleicht wieder in der Spur gewesen, man weiß es nicht. Wir sind wieder mit ein paar Leuten unterwegs, aber nicht alle. Weil ja, die einen wollen trailen, die anderen wollen ein bisschen Matschform wie wir. Ja, das ist eine ganz geile Strecke hier. Ja, ist schon tief das Loch, ist schon tief. Da fahren wir jetzt schön durch. Zack, da hängt der nächste drin. Was ist denn da los? Gespannt. So, wir sind, haben ja gesehen, alle gerade reingefahren, ne? Und sind dann so in das Loch reingefallen. Ich werde jetzt mal ein bisschen rechts bzw. links fahren. Ich denke mal eher, mal gucken, ob
Boris tritt. Ich werde links fahren, weiter links, neben der Spur. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ja, Boris hat sich gestern schon eine Antriebswelle abgeschert im Matsch. Aber hat er wieder repariert gekriegt. Hat er mal was bei. Jawohl. Jetzt wird's spannend. Jetzt sind wir dran. Los geht's. Sollen wir ein bisschen Platz machen nach vorne hier. So, ihr seht, ich fahre ein bisschen links. Knack. War schon ein schönes, langes, sumpfiges Gebiet hier. Na, Lucky, was pullern? Ja, wenn's drückt, ne? Wir kennen's ja von den, Frauen. So viel Wasser hier, so viel Wasser. Ja, ja, das glaube ich. Ah, hier ist was los. Wie die Verrückten, wie die Rüsten. Heute schön Wasserstraßen hier. Ich verstehe nicht, warum wir da nicht durchfahren. Hier so geil links. Das ist so eine geile Stelle hier. Ich liebe die. Schön in der Spur bleiben oder neben der Spur. Also wer so Eisdielenfahrer ist, ne, für den ist das hier nichts. Ne? Oder für Onroader logischerweise. Das ist schon eine andere Nummer hier. Da ist auch, machen wir uns nichts vor, Leute. Da ist auch Peckwitz eine Spielwiese gegen, ne, gegen das Gelände hier. Also, aber hier kann man, muss man mal hinfahren. Einfach mal rein, Micha. Einfach mal rein. Ja, ja. Man sieht das Lächeln im Gesicht. Zu viel Schlamm, ne? Das ist dann doch ein bisschen wieder zu much. Zu viel Schlamm hast. Also er will dadurch. Ich korrigiere mich.
Ich komme nicht raus! Ich komme nicht raus! Halt die Klappe! Scheiße! Fuck! Ja, hat es geschafft! So, jetzt durch da! Was geht? Ja! Stopp! Zurück, ja! Ich will nur wissen, was die ihrer Karre antun. Und da rüber! Links! So, ein Stück zurück! Einer ist links! Nach rechts links! Und rückwärts! Und jetzt gleich da rüber! Warte! Das tut nichts! Alter, meine Pferde! Das Vater-Kind-Drama! Da fehlt, ne? Genau. Respekt, Junge! Respekt, dass du selber macht! Geil! Na gut. Da ist das Loch. So, wenn du weiter geradeaus fährst, dann sind Kieselsteine sehr viel. Da geht's auch eine Kante richtig hoch drauf, ey, mal. Wenn du weiter geradeaus fährst, bleibt der Stecken. Okay. Dann ist wieder nur die Salbe wieder. Ja.
Bleib schön rechts, Micha, genau. Hier kommt das Loch und da ist hier eine Kante drin. Scheiße. Da kommt sie. Aber schön leise ist jetzt, ne? Ja, ist das auch nicht laut. Nee. Fahr seitlich, nicht in die Mitte. Fahr seitlich. Da bist du voll rein. Lass halt mal hochkommen, genau. Und hier hast du noch mal eine Kante, Janis, hier vorne. Alter, was geht? Ja, ja. Hier. Moment, hier. Zack. Schon, ist schon drin im Loch. Ach. Ist schon drin im Loch. Hier hast du mal eine Kante. Ja, ich schwemme sie hoch. Nicht drüber bremsen, sondern rollen. Ja. Nicht fallen lassen, nur rumrollen. Nur gesagt. Rollen. Genau. Ja, jetzt kommt er. Ja, ja. Offenbar. Ja, da fehlt mehr. Aus. Kannst du Ölwechsel machen? Die kommt gleich, aber ist nicht tief. Ich mal eben ganz Schlüssel zu. Hey. Ja.
ist der Lange. Da durch. Ganz einfach. Der Peter ist eine Sau, oder Anton? Mega. Das ist aber nicht mehr viel Luft für die Steine. Ja, ja, muss rüberkommen. Der Raktorlack ist ab. Ja. Ist das nicht so eine gute Marke, der Lack? Ich glaube nicht, habe ich gehört. So geil. So geil. Findest du? Es ist nicht schlimm. Ah. Jetzt riechst du am Stein auf. Genau auf den. Na gut, komm mal. Achso, üben wir jetzt. Guck mal, dein Arm vorne rechts hat gehoben. Der ist ein bisschen eingequietscht. Den hab ich nicht mit. Ja, kann man nur nach außen ziehen ein bisschen, aber er hat jetzt so einen. Bestimmt hier irgendwo. Nee, da geht mehr kaputt. Ich würde es einfach so lassen und da rüberziehen, zurückziehen. Ja, wir machen die Seite. Gut, gut. Okay, das ist gut. Vorne rumheben. Leute, lasst euch nicht bequatschen. Ihr habt keine Ahnung. Ken M hat schon 25 Mal geschraubt im Lager. Ja. Und? Was ist gut? Das war, weil er Eier hat. Genau. Eure Auslage. Stahlseil. Kommt schon, sieht gut aus, jawohl. Ja. Jawohl, zack. Ja. Und man sieht fast gar nichts. Scheiße, ja. Bisschen Wärme reinbringen. Denn. Bisschen Liebe brauchst du sowieso mal. Die Temperatur im Busch geht weiter. Kurz mal hier Peter seinen A-Arm richten. Wieder auf ein Hundertstel genau. Ah, ja. Ich sehe die Stelle. Wir haben hier Toleranzgrenze.
auf 10 mm schaffen wir hier. Ne? Eigentlich müsstest du ein bisschen schräg nach unten. Naja, schräg nach unten müsste dann eigentlich ziemlich. Ja. Aber gut, er hat ja schon die richtige Richtung da hinten. Gut schon. Danke, Peter, für die Quote. Sind wir live, oder? Nein, einfach nur danke. Ist ja nichts kaputt, Digga. Ich bin deswegen bestellt worden. Musst du schrauben? Nee. Musst du Schrauben in der Hand nehmen, Peter? Ich hab da kein Werkzeug mehr. Ja, also. Jetzt drehen sich das. Bei der Polaris brauchen wir gar nicht Werkzeug mitnehmen. Ne? Ist ja Quatsch. Ne? Das bräuchst du, die KLM-Fahrer, die schraubt dann wie die Großen. Dass am Ende eine Seaforce kommt. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. So, warte mal, ich brauche was Großes. Ich habe was in der Hose, brauche ich das? Kann man damit hammern? Nee, nichts Weiches, was Großes. Ach so. So. Warte. Er hat ja nur von groß gesprochen. Ach so. Was willst du machen? Zum Steckenspannungshammer. Aber könnt ihr mal bitte auch die Aufmerksamkeit auf meine Knoten richten, die immer noch halten? Ja. Okay, bisschen. Ja, Beine. Ui. Ach ja, das war ja mit deinem Schleppseil die Geschichte. Oh, ja. Aber ist schon was gekommen. Schon gute Stücke gekommen. Ja, ja. Alter, was ist der so weg, der Lack? Das ist ein Lack. Da ist ja mit Mama drauf gehalten, mit dem Stein. Aber so viel weggebrochen.